Als besonders unschön empfand man, dass Hohrmeier an einem Toten Rache nahm, an einem, der sich nicht mehr verteidigen konnte. Und der Historiker schließt? Hohrmeiers Rache an Hofer hat Früchte gebracht. Wer immer bis in unsere Tage negativ über Andreas Hofer schrieb, hat sich an Hohrmeier orientiert. Manchmal vielleicht gar nicht mehr die originale Quelle kennend. 1809, Echo aus dem deutschen Norden. Die bewaffneten Patrioten hatten für alle Welt ein Beispiel gesetzt, wie ein Volk mit ausgeprägtem Verteidigungswillen auch einer gut armierten und ausgebildeten Übermacht widerstehen kann. Und so verbreitete sich auch in Windeseile die Fama über den Führer dieses heroischen Volkes durch halb Europa. Nicht mehr die Spanier waren jetzt das Vorbild für den Widerstand gegen den Korsen, sondern die Tiroler. So urteilt der Hofer-Biograf Hans Magenschab. Der Sachse Theodor Körner, dessen Vater ein Freund Schillers war, gilt durch seine Sprachgewalt und seinen Tod im Befreiungskrieg 1813 als der deutsche Kriegsdichter schlechthin. Immer, wenn deutsche Säbel rasselten, erschien eine Prunkausgabe seiner Gedichte »Leier und Schwert«. Das Preislied auf Hofer steht am Anfang der Sammlung, hat also besonderen Stellenwert. Andreas Hofers Tod. Treu hingst du deinem alten Fürsten an. Treu wolltest du dein altes Gut erfechten. Der Freiheit ihren ewigen Bund zu flechten, betratst du kühn die große Heldenbahn.